Die schnelle und günstige Variante, um seine Airsoft-Magazine in nur wenigen Sekunden zu füllen. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Hallo und recht herzlich willkommen zu Waldland Airsoft. Ich bin der Christian und heute mit einer neuen Folge Airsoft kleine Dinge. Ich habe euch etwas Kleines mitgebracht. Ich habe euch einen Quick Speedloader besorgt. Den möchte ich euch gleich näher vorstellen. Jeder von euch kennt das Problem, seine Magazine nachzufüllen. Das dauert teilweise Ewigkeiten, wenn man zum Beispiel diese M4 Magazine benutzt. Die meisten mitgelieferten Speedloader sind diese hier. Die haben eine Kapazität von ungefähr 90 bis 100 BBs. Diese eignen sich meistens für Magazine, die so für Backup-Waffen benutzt werden. Als zweite Alternative habt ihr diese Speedloader. Die sind auch recht gängig, würde ich sagen. Diese umfassen 300 BBs und ihr könnt euch vorstellen, damit könnt ihr maximal 2 Magazine mitfüllen, außer ihr habt vielleicht High-Cap-Magazine, die sind aber nicht sehr gerne gesehen. So, der Speedloader wird so angeliefert. Ich habe das Ganze für 19,99 € bei Amazon bestellt. Den Link setze ich euch wie immer unten in die Beschreibung. Ja, wenn man sich das so anschaut, von vorne seht ihr in der Verpackung, oben steht Speedloader. Der Speedloader umfasst 1000 BBs. Und hier vorne sieht man den Speedloader dargestellt in 2 Farben. Hier unten sieht man, dass der Speedloader in schwarz geliefert worden ist. Dort wurde eine Markierung gesetzt. In dunkelrot gibt es diesen, in Multicam, in Tan oder in Coyote Brown. Auf der rechten Seite seht ihr nur den Schriftzug Speedloader. Auf der Rückseite seht ihr das Verfahren, wie dieser Speedloader benutzt wird. Und auf der anderen Seite sieht man nur die CE-Zertifizierung unten und oben ganz schwarz. Packen wir den Speedloader einmal aus. Ich habe den natürlich schon für euch getestet, deshalb ist die Verpackung hier unten schon ein wenig beschädigt. Aber ich hoffe, das könnt ihr verstehen. So, okay. Ganz simpel und einfach ist dieser Speedloader in Luftpolsterfolie verpackt. Sonst beinhaltet dieses Paket nichts mehr. Aber ich denke, das reicht auch. So, die Luftpolsterfolie weg. Und da ist das gute Stück. So. Kommen wir zu den technischen Details. Brand bzw. Hersteller ist Hotur. Sagt mir jetzt nichts, hatte ich glaube ich in den vorherigen Videos schon mal gehabt. Vielleicht wisst ihr es, schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Preis liegt bei 19,99 €. Ja, der Produktname ist einfach Quick Load Device, wie es auch bereits auf der Verpackung deklariert ist. Maßstab liegt bei 18,5 x 6,4 x 4,8 cm. Material ist ABS, also Kunststoff. Und wir haben ein Gewicht von 200 Gramm. Inhalt BBs 1000. Schauen wir uns den Speedloader mal genauer an. Also auf den ersten Eindruck, finde ich, macht er für den Preis einen recht guten Eindruck. Wenn man jedoch mal genauer hinschaut, sieht man viele, Materialfehler. Ja, hier, da. Auch hier, wenn man die Handkurbel mal öffnet, sieht man da diverse Fehler. Wenn man den mal so in der Hand hat und mal ein bisschen hin und her drückt und dreht, hört man auch gar keine Geräusche, also spricht für diesen Speedloader. Wenn man sich mal hier oben die Handkurbel anschaut, die ist schön eingelassen im Gehäuse. Die kann man nach vorne weghebeln, um dann die Kugeln durch Drehbewegung in das Magazin einzuführen, sage ich mal. Hier vorne seht ihr halt noch einen Pfeil, der halt beschreibt, in welche Richtung wir die Handkurbel betätigen sollen. Ich habe euch ja bereits erzählt, dass ich den Speedloader schon getestet habe. Ich muss dazu sagen, hier bei der Handkurbel seht ihr ja diese Schraube. Und die hat sich beim dritten oder vierten Mal Befüllen von Magazinen gelöst.
blöd. Ein Spielkollege von mir hat dasselbe Problem. Der hat den Speedloader nämlich auch. Und ja, ich würde sagen, am besten, wenn ihr das kurbelt hier. Ja, fasst hier unten an diesem Hals, sage ich mal. Und dreht da so ein bisschen drüber, damit ihr nachher nicht diesen Griff verliert oder dieser abbricht. Wenn wir uns den Speedloader mal von oben betrachten, seht ihr ja wie bei allen anderen Speedloadern auch eine Öffnung hier oben. Da seht ihr die, wo die Kugeln dann austreten, um ins Magazin zu gelangen. Ja, auf den anderen Seiten, rechts und links, sieht man soweit nichts. Auf der Unterseite seht ihr halt den Schacht, wo die BBs eingefüllt werden können. Wie bereits gesagt, ungefähr 1000 Stück, und das machen wir gleich auch und testen das mal. So, befüllen wir den Speedloader mal mit BBs. Auf geht's, ich hoffe, das geht gut. Vorführeffekt ist ja meistens der schönste Effekt. So, die BBs haben wir hier. Ja, gucken wir mal. Muss auch richtig in die Kamera halten. So, einfach mal rein. Da geht ordentlich was rein. Ich mache den jetzt mal nicht ganz voll. Ich denke, das wird reichen für ein Magazin. Und da befüllen wir die ganze Sache mal mit BBs. Gleich geht's los. Ich habe hier unser Magazin. Man sieht auch dieses transparente Magazin. Das habe ich in den Videos zuvor auch mal vorgestellt. Falls euch das interessiert, hier oben füge ich mal den Link ein. So, hier natürlich die Öffnung, wo die BBs eingeführt werden sollen. Und hier die Öffnung vom Speedloader. Das Ganze stecken wir hier rein. Zack. Das arretiert auch gut. Ja, also es fällt nicht so raus. Und dann drehen wir mal eine Runde. Richtige Richtung, jawohl. Gucken, ob es funktioniert. So. Voll ist er. Wie viele Sekunden waren das jetzt? Wir spulen das gleich nochmal ab. Ja, ich habe es gerade nochmal, habe mir das Video gerade nochmal angeschaut, also den Cut gerade, ja, das waren 11 Sekunden. Das Problem werdet ihr immer haben, ihr habt es gerade gesehen, beim Rausziehen kommen noch ein paar BBs hinterher. Aber das Magazin ist innerhalb von 11 Sekunden, ihr könnt es vielleicht schneller gefüllt. Wenn ihr eine günstige Alternative zu diesem oder diesen Speedloader sucht, mit einer ausreichenden Qualität, dann kann ich euch diesen Speedloader nur empfehlen. So, liebe Airsoft-Freunde, das war's wieder mit Airsoft kleine Dinge. Falls ihr ja kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und drückt die Glocke. Mittlerweile bin ich auch auf Facebook und Instagram vertreten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!